aus. Oh. Eigentlich stinkt Eigenlob, aber ich finde, das habe ich gut hinbekommen. Ja, manchmal muss man sich auch eigenloben. Manchmal muss das sein. Ja, wie gesagt, ich bastel hier gerade für unsere Ada das Messerchen aus der Nation. Ah, Messerchen. Ja, mit dem sie halt da kämpft später. Das, danke fürs Hosten. Gott, dieses Projekt ist bald 8 Jahre her, im nächsten Monat. Ah, there you are. It's me, Professor Ein. Hier sei natürlich eine nicht deutsche Version, aber meine Güte. Wir tun jetzt mal so, als ob das Spiel Plot gehabt hatte. Nur mal so nebenbei. Das kann ich so lassen. By the way, wenn ich jetzt schon wieder hier Stay Hydrated Bot und sowas, dann muss ich am Durst Sekunde. Aber es sieht nice aus. Und da bin ich wieder. Ich muss jetzt warten, bis mein Kraftkleber ankommt. Dann kann ich den ganzen Schatz auch zusammenkleben ordentlich. Shadow, willst du mal sehen, wie das für sich denn aussieht? Kannst du mir schicken, aber ich kann es halt denn. Oder machst du es über Handy? Ich mach's über Handy. Ja, dann kann ich es mal angucken. Shadow. Wie geht's eigentlich deinem schwulen Ich, dem Shadow? Ach, begraben. I'm sure you already know to keep your guard off, Bomberman. Ich kann dir auch dazu mal die Referenzen, die ich verwendet habe. You may have an easy time. But just to be on the safe side, I'll send Max, who's here right now. I'm gonna do it my way. Zum direkten Vergleich ist die Klinge ein bisschen zu breit eigentlich, aber ich finde, das kann man trotzdem so lassen. All right, we don't have time to waste. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein großes Buddha-Messer, aber man erkennt, was es sein soll. Ist halt das erste Mal, dass ich jetzt mit diesem Form gearbeitet habe. Ja, dafür sieht es aber gut aus. Also ich bin halt immer überlegen, ob ich die Klinge noch ein zweites Mal machen soll. Bei den Griff, den finde ich eigentlich ganz in Ordnung so. Ja, doch. Ist ein bisschen breit, das Ding. Das wirkt halt so ein bisschen, aber wenn man es so in der Hand hat, dann geht's eigentlich. Nein, man muss dazu sagen, eigentlich hängt das ja bei dir auch. Boah, da will man kurz mal sagen, wie alt dieses Spiel ist. Aber dafür, dass es eigentlich so alt ist. Wenn wir jetzt mal vergleichen, eben haben wir noch Killer 7 versucht zu spielen und haben dabei versagt. Um genau zu sein, das Spiel hat versagt. Um genau, ganz genau zu sein, die ROM hat versagt. Ich muss mal gucken. Vielleicht gönne ich mir das irgendwann mal online oder so, who knows. Weil das Schlimme ist jetzt, wie gesagt, heute war eigentlich Killer 7 geplant. Weil ich das Spiel schon immer mal antesten wollte. Ich wollte schon immer mal wissen, wie es ist. Aber, ja. Wenn die ROM... Das Spiel meinte nein. Ja, das Spiel meinte, ROM meinte nö. Wie wär's, wenn du heute das, wenn du das nicht tust? Wie wär's damit? Und ich dann so, okay. Wenn's denn sein muss. Das Spiel ist 16 Jahre alt. Das LP ist auch schon 8 Jahre alt. Meine Güte, was man so ähnlich fühlt. Aber Shadow, ich gehe erstmal raus. Ich muss jetzt los. Ich muss jetzt Leute verkloppen gehen. Okay. Bis später. Bis denn. Tschüss. Ich will nur mal kurz nebenbei bemerken, der Typ hat uns einfach mal angequatscht, während da eine Bombe hinter uns ist. Wunderschön. Das Schlimme ist, ich fand dieses Spiel echt schon immer toll. Vor allem, weil es grafisch irgendwo echt... Es ist echt pleasant irgendwo. Dann versteht ihr, was ich meine. Es ist halt sehr farbenfroh, sehr... Ne, sehr angenehm einfach. Eigentlich hätte ich das schon mal viel früher remaken müssen als Projekt. Aber irgendwie habe ich immer gedacht, na, die Leute haben da kein Interesse dran.
Aber jetzt, wo ich das auf Twitter gesehen habe, ne? Also, wo ich auf Twitter gesehen habe, was ihr davon denkt. Meine Güte. Hab ich gesagt, gut, dann, ja, I have no other choice. Das Spiel sieht auch schön aus. Wobei ich aber auch jetzt ehrlich gesagt sagen muss, wo wir jetzt eben gerade beim Thema Resident Evil Gaiden waren, ne? Also, ne? Meine, das Spiel sah funky aus, aber ich fand jetzt nicht, dass es schlimm war. Also ich meine, ich habe schon meine faire Sammlung an schlimmen Spielen entdeckt. Ja, Professor Bimbo, mach schon. Und wupp. Ja, es ist halt wirklich. Das war sowieso etwas, was Bomberman Games immer hatten. Opa, wie wäre es, wenn du mir nicht auf den Sack gehst damit? Während ich hier, ne? Einheimische wegballer. Das Schlimme ist ja, zu Anfang musst du halt noch echt warten. Du musst jedes Mal warten, bis die Bombe hochgeht. Aber denn ab Welt 2 gehört das denn der Vergangenheit an. Da ist das denn nicht mehr wichtig. Da gehört, da müsst ihr nicht mehr warten. Das ist das Schöne an der Sache. Berber. Meine Replayability hat das Game auch. Weil normalerweise dafür da hinten, da müssen wir später nochmal hin. Wenn wir gewisse Bömpen haben. Das hat so diesen typischen Bomberman-Charme. Sowas wünschte ich mir eigentlich heute mal wieder. Konami. Nicht wahr? Es gibt noch andere Lizenzen außer Yu-Gi-Oh! Just saying. Ne? Konami. Das Schlimme ist, ich war richtig hype eigentlich auf Bomberman R. Hieß es so? Keine Ahnung. Kannst mal sehen, wenn der Punkt kommt, dass du den Namen des Spiels vergessen hast, dann hast du echt, dann hast du ein Problem. Ich meine, das, was jetzt für die Switch rauskam und ich glaube jetzt sowieso bald ein Steam-Release kriegt? Steam oder PS4 so ein. Mensch, Konami, face it. Ihr könnt nicht mehr aus dem Spiel rauslutschen. Das Spiel war. Nee. Es war das alte Bomberman, wo. Ne. Wenn du auf Bomberman Free to Pay stehst. Nee, ich stehe auf solche Bomberman-Spiele. Das habe ich damals schon gesagt. Ne, das habe ich damals schon gesagt, dass ich mir so einen Bomberman wieder wünsche. Halt ein Adventure-Game. Nicht so, wie wir es denn, nicht so wie das, was wir bekommen haben. Weil das, was wir bekommen haben, war was komplett anderes. Weil, ne, das, was wir bekommen haben, war altes Bomberman als Snorefest. Ne, wirklich. Mein Pokémon wird stonker. Ja, ne, get all of them. Gotta catch them all und so, ne. Special. Das Schöne ist, ich fand das, dieses Feature eigentlich immer richtig cool. So dieses, ne, du hast da dein, ich nenn's jetzt mal Pokémon. Tor. Fuck. Also sowas hätte ich mir wieder gewünscht. Ein 3D-Bomberman. Nicht so ein. Nicht dieses, ne. Ich habe an sich nichts gegen die alten Bomberman-Games. So ist es jetzt nur nicht. Aber let's face it. Das, dieses alte System von Bomberman ist schlicht und ergreifend nicht mehr up to date. Und so ein Adventure-Game hätte halt um einiges besser getan. Aber was kriegen wir? Billig-Pokémon.
Ganz vergessen, ich kann jetzt die Dinger ja schmeißen, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Totally forgot about this shit. Weil unsere Poki-Freunde, die haben ja alle verschiedene Fähigkeiten. Au. Um genau zu sein, er lässt uns, this is a throw bomb, just throw a control stick. Schmeiß die Scheiße, können wir noch sagen. Aber es geht sowieso nichts. Es gibt ein Vieh, was einfach nur busted ist. Ihr werdet es verstehen, wenn es soweit ist. Ne, ihr werdet es verstehen. So ab Welt 2. Ah, warte, jetzt sehe ich. Das ist ein Boom. Das ist ein Boom. Schmeiß mit Boom. Machst du kaputt, schmeißt du Boom. Und by the way, wundert euch nicht, dass das alles für euch ein bisschen... Uh-oh. Boah. Special. Hoi. Boah. Hey, Andy. Was ein Kack. Ja, wem sagst du das? Boah. Ich hasse Dokumente. Dokumente? Scheiße. Ich hasse ja, Dinge. Ich und meine Mutter haben so Initiativbewerbungen wollten wir fertig machen, damit wir morgen in die Stadt, wo wir hinziehen wollen, in die Stadt gehen und dann praktisch in die Geschäfte reingehen und fragen, ob man sich hier initiativ bewerben kann und dann einfach direkt so eine Mini-Bewerbung abgeben kann. Ist immer eine gute Wahl. Und das Problem ist nur, dass da ich ja meinen PC neu aufgesetzt hatte, habe ich jetzt kein Word mehr gehabt. Ah. Musste ich mir also Word erstmal runterladen. Habe jetzt kein Word so auf die Schnelle gefunden, habe dann aber so ein anderes alternatives Free-Programm genommen, was eigentlich ganz gut ist, wenn du Dateien benutzt, die das Ding selbst hergestellt hat. Wenn du aber nicht versuchst, bereits bestehende Dateien aus anderen Programmen damit zu öffnen, dann kratzt dir das Ding einfach nur ab. Ah, ein Spaßprogramm. Ich wollte nur, weil ich den PC neu aufgesetzt habe, habe ich vergessen, meine Bewerbungsunterlagen zwischenzuspeichern. Das heißt, die durfte ich auch nochmal neu machen. Und auf den Lebenslauf ob man das mittlerweile anders lernt, oben rechts ein kleines Bild hin. Ja, also mir wurde mal beigebracht, man soll das separat machen. Ja, sag, seid ihr bescheuert? Wisst ihr, wie teuer das ist? Ja, ich hab das da einfach oben sogar gut draufdrucken lassen in schwarz-weiß. Also wirklich günstig gemacht. Das Problem ist, irgendwie, als ich dann das Bild reingemacht habe und dann wollte ich das ein bisschen verschieben, dann hat das ganze Programm einfach... Ja, kennst du das, wenn dein Windows früher eingefroren ist und du hast ein Fenster verschoben und du hast dann überall das Fenster? Ja, ja. So diesen Nachzieheffekt, so sah das ungefähr in meinem Programm dann aus. Und ich dachte also, what the fuck ist jetzt passiert? Ich hab doch nur ein Bild eingefügt. Aha! Darf ich kurz mal... Habt ihr das gerade gesehen, wie ich das eine Mal durch den Baumstamm gefallen bin? Just saying. Oh. Emulation, du bist was Schönes. Ich wollte ja eigentlich heute anfangen zu streamen, weil es schon 5:30 zu Uhrzeit auch nicht mehr. Ich wollte eigentlich heute Killer 7 streamen, bis ich gemerkt habe, dass die ROM scheiße ist. Ja, das ist auch gut. Ja. Und weißt du, was daran das Coolste ist? Hm? Die Hitboxes funktionieren nicht. Hm. Sprich, alles und jeder ist unverwundbar. Du auch? Nö, ich sterb. Ne, war ja klar. Ne? Wäre doch alles zu simpel sonst, right? Oh, sorry übrigens wegen den Gartengeräuschen im Hintergrund, wenn es so nervig wird, sag Bescheid. Ach, dir sei verziehen. Heute ist sowieso alles eine große Portion Meh. So, ich habe ein neues Emote gemacht. Das würde ich jetzt gerne bei Twitch machen. Nee, aber an sich war das bislang echt lustiger Stream heute, muss ich mal sagen. Ich meine, wir haben erst versucht, Killer 7 zu streamen.
Shit didn't work? Weil normalerweise sollst du ja auf die Schwachpunkte von den Viechern schießen. Stellt sich heraus, funktioniert nicht. Also haben wir gesagt, komm, dann hauen wir halt Bomberman Generation rein, weil das Spiel wollte ich sowieso seit längerem remaken mal als Projekt, deswegen mach ich das jetzt. Aber vorher haben wir noch mal so uns ein bisschen umgeguckt und das war eigentlich noch mal witziger, was wir dabei entdeckt haben. Weil wir haben erst geguckt, ob wir Killer 7 irgendwie günstig für die PS2 kriegen. Gibt es auch. Und das Witzigste dabei war, schlicht und ergreifend, was wir dann noch gefunden haben. Unter anderem, wenn du eine Kopie, also eine Version von Super Smash Bros. Melee hast, bist du ein gemachter Mann. Mhm. Weil der Shit ist lit. Der wird noch für Preise verkauft, wo du dir denkst, so was. Und dann noch das Geilste, wir haben eine Gameboy-Version von Resident Evil gefunden. Ui. Eine Gameboy-Color-Version. Und die haben wir dann tatsächlich sogar auch gespielt. Shit. Und da haben wir gemerkt, dass das Spiel gar nicht mal so shitty ist eigentlich, sondern ganz funky. Getroffen. Das Problem ist, ich habe das mit dem Resident Evil nicht aufgenommen. Ich muss mal gucken, vielleicht highlighte ich das nachher mal. Sagt dem Motto, shit exists. Ach hier, das, was Keks reingeschmissen hat, Resident Evil Gaiden, oder was? Ja. Resident Evil für Game Boy Color. Oh, konnte meinen Augen nicht trauen. Das Schlimmste ist es wirklich, es ist ein legit Spiel. Und die, das Witzigste ist, auf Amazon, die Screenshots dazu, sind total fake. Ja, die sehen einfach nur aus, ich weiß nicht, hast du mal, nimm mal irgendwelche Screenshots aus dem Spiel und setz den Kontrast einfach auf 9000. Kontrast, was man macht, die Farbintensität oder was? Ja, ja, es sah einfach alles super merkwürdig blurry aus. Naja, also so wie so ein Gameboy. Blurry kaschiert, wenn es pixelig aussieht oder so. Ich bin gerade zu blöd. Wo ist mein Emote-Tab? Fucking hell. Einmal gemacht und jetzt finde ich es nicht mehr. Geil, Professor. Danke für den fucking kick the shit out of here. Sell auf mein Dashboard. Ich weiß nicht, hast du auch schon hier dieses Update, dass dein Dashboard jetzt anders ist als vorher? Ich finde auf jeden Fall nichts mehr wieder. Ja, das ist auch bei mir der Fall. Das Schlimmste ist, ich kann jetzt vor meinem Dashboard auch nicht mehr twittern und das nervt mich voll. Das ist echt kacke. Das geht mir noch mit am meisten auf den Sack. Weißt du, normalerweise, wenn ich irgendwie Spiele gewechselt habe oder so, habe ich einfach gesagt, so komm, hier, you know, man. Na, tweet nochmal raus, von wegen, ich spiele jetzt das. Ja, eben, und dann hat ja Twitch immer direkt gemacht, hier, guck mal, ne? Hat er direkt immer mit dem Link noch gemacht, das war mal total cool. Gibt's nicht mehr, offenbar. Was ich voll schade finde. Ey, bin ich einfach blind oder blöd? Das kann's auch, es können auch beides sein. Es muss nicht immer ein Ultimatum sein. Wo gibt man bei Twitch neue Emotes rein? Oh. Emote. Das war irgendwo via Dashboard, auf jeden Fall. Ja. Irgendwo über diesen Side-Tab. Naja, Dashboard, Einstellung und dann sollte da ein Emote-Tab sein. Ist bei mir nicht. Twitch ist gerade weird. Weird, man. Vielleicht bin ich einfach nur blind. Das kann es auch sein. Wie gesagt, man merkt sowas ja nicht immer. Twitch, Emote. Und dann will ich das,
ja, Tutorial einfach mal. Wo ist das? Wo sieht man das? Au. Ich möchte keins machen, sondern how to sandwich. How to sandwich? Kann ich das nicht? Wieso kann ich da nicht hin? Upload oder so, keine Ahnung. Ja, befragt auch einer. Ich kann't figure out how to upload a new emote. Ja, das ist doch gut. Es ist wie heute mit Stardew Valley. Das Spiel hat auch irgendwie heute absolut nicht gewollt. Musste ich erst irgendwie so ein anderes Ding laden und installieren und dann hat es auf einmal funktioniert. Und ich so, what? Und ich so, why? Und ich so, Roffel. Au. Eine aggressive Fauna hier, ey. Muss da irgendwo sein. So, das ist halt der Live-Tab. Nein. Erweiterung. Ist hier irgendwas? Nein, das sind nur diese Erweiterungen, die ich mir runterladen könnte, mit meinen. Wenn ich mir irgendwelche beschissenen Minispiele in meinem Chat spielen könnte. Will ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht, was. Ich meine, die Idee ist da. Es ist wie was für Bits. Aber ich weiß nicht. Irgendwie möchte ich, dass die Leute meinen Stream gucken und nicht irgendwie, ne? Noch nicht mal das. Ich meine halt wirklich diese Kack-Minispiele von wegen alle 10 Minuten kommt im Chat der Bot und sagt, wir machen jetzt random, irgendeine random Sache, sag ich jetzt mal, einen Banküberfall auf eine Bank. Wer mitmachen will, schreibt jetzt Ausrufezeichen Banküberfall in den Chat, damit er dann Coins kriegt. Und diese Coins kannst du dann, was weiß ich, für Musikwünsche oder so ausgeben. Ich verstehe den Reiz nicht hinter diesem System. Es ist einfach. Ja, doch, kann ich aber, das sehe ich aber. Wie gesagt, ich sehe es eher so nach dem Motto, ich möchte eigentlich, dass Leute meinen Stream gucken und nicht irgendwie, ne? Naja, so Minispiele spielen. Wieso will ich den Kerl da überhaupt tot sehen? Das bringt mir überhaupt nichts. Baumfeld. Oh, ich habe echt vergessen, wie schön dieses Spiel eigentlich ist. Also schön im Sinne von, eigentlich ist es voll geil. Ach, Konami, macht doch bitte mal wieder sowas. Ich bitte euch. Bitte, bitte. Hey, Lord Jeff. Nee, ich brauche keine Explanation. It's like Pokémon. So. Full Attack. Bash ihn weg. Es ist an sich sowieso. Ne? War schlecht. Achso, doch, da. Das hier. Feuerball. Ist schlecht. So. Jetzt. Welche Größen sind wir? Finde ich ja toll, dass Twitch den Dunkelmodus anbietet. Das Problem ist nur, wenn man nicht alles auf seiner Seite in den Dunkelmodus auch übernimmt. Ich habe jetzt hier gerade hellgraue Schrift auf weißem Grund. Mensch. Das klingt sehr schön. Ein wahrer Blickfang. Was ist das Ding denn? Modify. Transform. Oh Mann, nicht. You dead. Ach, Modify Canvas. Oder, warte mal. 112. Ich nehme mal ihn hier. Ja, das sieht fancy aus. Ich mag das nur.
Das ist ein schöneres Endidoka. Ich habe immer noch mein schäbig aussehendes Emote. Still looks like crap. Ja, ich hab genug Künstler, die sich eventuell freiwillig dazu erklären, dir was zu machen. Ja, ich frag sowas immer ungern. Oh mein Gott! Und wer das nächste? 56 mal 56. Komm, gib mir Wasserballons. I need that shit. Und... Okay, Echo Blast benutzt mein Emote, das ist schön. At least someone. Nicht 100. Und Nap Gamer auch. 65 Speicher. Can you raise flames? Oh, geil. Und jetzt noch 28, oder? Achso, warte mal, das war Kamera. Was war das? Ah, genau. Jetzt kommt einfach das super mega kleine, was kein Mensch erkennt, wo auf Twitch hochgeladen werden muss. Das ist 28x28 Pixel. Ja, immer dieses Mini-Format. Kennt kein Arsch, aber... Sieht einfach nur noch alles nach Pixelkotze aus, aber meine Güte, ne? So ein Pixel-Arts, die wirklich nur auf einem 28x28-Pixel-Bild basieren, eigentlich an allen die besten Emotes, die du haben kannst. Und wenn du da einen guten Artist gefunden hast, der so gute Emotes dafür machen kann, dann... Das Schlimme ist, ich habe nicht mal eine Idee, was Emotes angeht bei mir. Ich orientiere mich da jetzt an anderen. Ich weiß, dass ich viel immer rage und mich immer beschwere über Spiele, also mache ich halt als... zweites Emote ein Ich bin sauer Emote. Klingt schon fast nach mir. Und halt das Original ist halt das typische Hallo, wink wink. Hallo und guten Tag zu Hause. Funktioniert das Ding eigentlich jetzt wieder? Ich bin ein bisschen neidisch. Oh, ich weiß nicht, ich finde meinen Emote. NapGamer, vielen Dank für die 2 Bits. Und für das Emote, dass du mein Emote benutzt. Vorsicht, könnte jetzt laut werden. Ja, okay. Das funktioniert wieder. War nicht mal laut. Ja, gestern habe ich versucht, meinen Emote zu benutzen und. Ich hab's gedrückt und 10 Sekunden später kam erst der Sound. Also das war... Ah, Off-Topic-Witze. Mhm. Die beste Form von Witzen. Nani? So, come on. Das muss doch mal vom Timing her hier ein bisschen... Dankeschön. Eat shit. Okay, gut. Na 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 na. Bäh. Hey, was? Hm? Achso, der fängt automatisch mit dem Buchstaben an. Dein Emoticon rein. Ja. So, das pendelt jetzt. Jetzt kann ich das wahrscheinlich hier nicht einsetzen, ne? Motherfuck. Don't ask me, you are all motherfuck. Ja, also ich glaube, Andy, das funktioniert nicht so ganz. Fehlt nur noch ein Bit vom MR-Schulen-Hypne. Muss ich wahrscheinlich wieder eine Woche oder zwei warten, bis es Echo, vielen Dank für die Bits. Wenn es aus dem Training-Status rauskommt. Das ist so simple Musik, aber ich mag sie. Kommt Kindheitserinnerungen hoch. Und andere Dinge.
Dam, 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 dam. Ist hier hoch? Ich kann hier hoch. Ja. Nee, ist richtig in NetGamer. Und ich hab das einmal, ich hab das gerade eben erst abgeschickt. Deshalb wird's auch wahrscheinlich erst in 2 Wochen oder so verfügbar sein. Ah. Also es wird ein Emote angesucht. Warte mal, kann ich? Probably not. Ich kann ja mal die Originalversion reinnehmen. Okay. Oh nein! Sieht aus wie ein Pokémon. Das Ding sieht aus wie ein hyperaggressives Pokémon. Okay, das funktioniert. Ist dead. Ich steig mal über seine Leiche. Ich hoffe, es hat nichts dagegen. Eat my shit, you dickhead. Sniff. Sniff, sniff, neu. So, aber ich wollte eigentlich schon vor 3 Stunden duschen gehen. Das werde ich jetzt tun. Das sag ich mir auch jeden Tag. Nee, ich hatte mir Wasser warm gemacht, dann habe ich mein Emote angefangen zu zeigen und mir gedacht, ja, sobald ich das fertig habe, kann ich duschen gehen. Dann kam meine Mutter mit den Bewerbungen und jetzt ist fast 6 Uhr. Ja, ich wollte das sagen, ich gehe nachher noch duschen. Ich stream heute auch nicht so lange an sich. Aber ich freue mich nachher noch auf mein Abendessen, da gibt es schön Fisch. Und dann gehe ich duschen und dann ist ein schöner Tag und dann tut mir mein Hintern auch weh. Aber das hat ja hoffentlich morgen ein Ende. Die Bossfights waren nicht so cool. So, ich bin, wie gesagt, mal kurz. Hi. Oh nein! Ja, ich fand die Boss-Designs damals so cool. Jesus. Nani? Na dann, Leute, einen schönen Abend noch euch allen Doiler. Alles klar, NetGamer, vielen Dank für die Bits. Ach ja, stimmt, der schleudert die ja weg. Stimmt, der schleudert hier mal weg, der Penner. Und er rennt. Oder er rennt einfach rein. Ja, das funktioniert nicht, mein Dude. Das kannst du nicht machen. Ja, du kannst einfach wegspeeden. Like your Sonic. Ich finde seine Stimme einfach so. Ah, ich habe ihn trotzdem getroffen. Und eine Karte bekommen. Das ist immer das Interessanteste. Diese Karten, ich habe keine Ahnung, wofür sie gut sind. An einigen Stellen glaube ich nur, dass sie da sind, damit hier der Compadre Max manchmal ankommt und einem hilft. Manchmal habe ich so das Gefühl, das ist so das Äquivalent zu den Goldkarten aus Bomberman 64. Sprich, Hidden Ending, wenn du alle hast. Alter, es ist so fucking stylisch, ne? So cheesy, aber so cool. Und hat funktioniert. Ja, ganz ehrlich, PS2, da kann ich mir das Spiel auch dann einmal so holen. Da brauche ich denn nicht noch einen Emulator für.
Mit noch mehr ROMs, die übermäßig groß sind und dann immer welche Macken haben. Deswegen, ich glaube, ich werde dann... Oh ja. Wusstet ihr, dass die Dinger zensiert sind? Sie sahen früher noch rassistischer aus, als sie es jetzt schon sind. Man mag es kaum glauben. Aber die Dinger sahen früher noch rassistischer aus, als sie es jetzt schon sind.